Rituale gibt es zahlreich auf der ganzen Welt. Sie dienen dazu, Glück zu beschwören, Antworten auf Fragen zu erhalten oder entspringen Legenden, die mit bösen Geistern in Verbindung stehen. Heute wollen wir uns ein paar dieser Rituale aus aller Welt einmal genauer anschauen. Also quatschen wir nicht lange drumherum, sondern steigen direkt ein. Daruma-san. Hierbei handelt es sich um ein japanisches Ritual, welches alleine gespielt wird. Hierbei beschwört man einen weiblichen Geist, der einen für eine bestimmte Zeit lang verfolgt. Wichtig hierbei ist, dass man stets dafür sorgen muss, dass der Geist Daruma-san einen nicht findet und auch niemals erreicht. Das Ritual sollte eine Stunde vor Mitternacht begonnen werden. Im ersten Schritt füllt man eine Badewanne mit Wasser und schaltet alle Lichtquellen aus. Das Wasser sorgt hierbei laut japanischem Glauben dafür, ein Portal zu erschaffen. Ist dies getan, setzt du dich entkleidet in die Badewanne mit geschlossenen Augen. Nun beginnst du die Haare zu waschen, und während du dies tust, wiederholst du immer wieder die Worte: Daruma-san fiel hin, Daruma-san fiel hin. Dabei stellst du dir eine japanische Frau vor, die in der Wanne steht. Diese Frau fällt, während du den Satz immer wieder sagst, hin und knallt mit dem Kopf auf den Wasserhahn auf und stirbt. Anschließend wird der Geist dieser Frau sich aus dem Wasser erheben und sich zu dich in die Wanne setzen. Wichtig ist hierbei, die Augen stets geschlossen zu halten. Wenn du alles richtig gemacht hast, wirst du ihre Anwesenheit so spüren. Denn nun sitzt sie genau vor dir und starrt dich an. Und du wirst wahrscheinlich ihr Keuchen hören. Nun musst du ihr die Frage stellen: Warum bist du ins Bad gestürzt? Und anschließend musst du mit geschlossenen Augen aus der Badewanne steigen. Du darfst unter keinen Umständen stolpern. Geh nun aus dem Badezimmer und schließe die Türe hinter dir ab. Und lass das Wasser auch bis zum nächsten Morgen in der Wanne und lege dich nun ins Bett, um zu schlafen. Erst am nächsten Morgen fängt das Spiel erst richtig an. Der Geist wird dir nun folgen. Wenn du im Laufe des Tages über deine rechte oder linke Schulter blickst, wirst du sie aus dem Blickwinkel sehen können. Sie wird langsam immer näher und näher an dich herankommen. Du darfst auf keinen Fall zulassen, dass sie dich erreichen wird. Wenn sie schon zu dicht hinter dir ist, schreie ganz laut die Worte Tomare. Das bedeutet Stopp. Anschließend rennst du so schnell wie möglich voran, um Distanz zwischen euch beiden zu bringen. Sie fühlt sich in der Dunkelheit wohl, also versucht diese um jeden Preis zu vermeiden. Da sie dich bekommen will, nutzt sie natürlich Abkürzungen. Also sei immer auf der Hut und schaue immer wieder über deine Schulter. Um das Spiel zu beenden, blickst du abermals über deine Schulter. Und solltest du sie sehen, musst du ganz laut rufen: Kita. Danach musst du deinen Kopf ein paar Mal schnell nach oben und nach unten bewegen. Sie ist jedoch nicht dumm und wird versuchen zu verhindern, dass du das Spiel jemals beenden wirst. Weil der Spruch Kita nur funktioniert, wenn du sie im Blickwinkel wahrnimmst. Sie wird merken, wenn du versuchst, das Spiel zu beenden, und wird sich dir auf keinen Fall zeigen. Also nutze die Gelegenheit weise. Du musst das Spiel vor Mitternacht beendet haben. Sonst erscheint sie dir in deinen Träumen. Das Spiel sollte sowieso nicht allzu lange gehen, da sie immer schneller wird und mehr Kraft bekommt. Solltest du das Spiel ein zweites Mal spielen, wird sie genau dort wieder auftauchen, wo sie verschwunden ist, nachdem du das erste Mal beendet hast. Was genau passiert, wenn sie dich erwischt, ist unbekannt. Aber ich glaube, herausfinden will man das sowieso nicht. Bloody Mary. Dies ist wahrscheinlich das bekannteste Ritual auf dieser Liste. Hierbei geht es darum, einen entsetzlich entstellten weiblichen Geist im Badezimmerspiegel zu beschwören. Gehe dazu in ein Badezimmer, schließe die Türe ab und schaue mit Kerzenlicht in diesen hinein. Wichtig ist, dass du dich im Spiegel durch die Kerzen gut erkennen kannst. Stelle dich gerade vor den Spiegel, schau dir genau
deine Augen an und sage dreimal laut und deutlich Bloody Mary. Wenn es geklappt hat, sollte sie kurz nachdem du es zum dritten Mal gesagt hast, im Spiegel erscheinen. Ihr Aussehen variiert je nach Erzählung. Mal hat sie blutende Augen, mal sieht sie schön aus und mal hat sie ein deformiertes und verzerrtes Gesicht. Wenn man sie beschworen hat, soll es Konsequenzen für den Beschwörer geben. Diese weichen ebenfalls je nach Version der Geschichte von anderen ab. Sie tötet die Person, die sie gerufen hat. Sie kratzt der Person die Augen aus. Die Person wird bei ihrem Anblick verrückt. Sie wird dich in den Spiegel hineinziehen. Sie wird dir dein Gesicht abreißen. Oder sie wird dich in den Selbstmord treiben. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei nur um eine Urban Legend, basierend auf einer echten Person der Geschichte, die im Blut ihrer Opfer gebadet hat. Ich habe bereits dazu ein komplettes Video dazu gemacht. Also, wenn euch das Thema noch im Detail interessiert und ihr eine ausführliche Version davon hören wollt, schaut euch gerne dieses Video an. Ich habe es für euch hier oben einmal verlinkt. Red Door, Yellow Door. Red Door oder auch Doors of Mind genannt ist ein Spiel, das mit zwei Personen gespielt wird. Dein Partner setzt sich hierbei im Schneidersitz auf den Boden mit einem Kissen auf dem Schoß. Spieler Nummer 2 legt sich anschließend mit dem Rücken auf den Boden, mit dem Kopf auf dem Kopfkissen und schließt dann die Augen. Dabei versuchst du zu entspannen und frei von Gedanken zu werden. Dein Partner fängt nun an, mit seinen Fingern deine Schläfen in einer liegenden Position in kreisenden Bewegungen zu massieren. Dabei spricht er wiederholt die Worte Red Door, Yellow Door, Every Other Color Door. Sollte es erfolgreich sein, fällt die liegende Person in eine Trance und sieht Räume vor sich mit Türen. Nun senkst du die Arme deiner Partnerin oder deines Partners, um zu zeigen, dass es geklappt hat. Nun kann dein Partner anfangen, Fragen zu stellen, während du in dieser Trance gefangen bist. Beschreibe den Raum. Welche Farben haben die Türen? Fordere ihn auf, die Türen zu öffnen und in den nächsten Raum zu gehen. Und frage ebenfalls immer wieder, wie die Person sich fühlt. Fühlt sie sich schlecht in einem Raum, bitte sie, den Raum sofort zu verlassen. Wichtig ist hierbei nicht, mit den Gestalten zu reden, die dich verfolgen werden oder sich in den Räumen aufhalten. Fühlst du dich unwohl, verlasse den Raum sofort. Treppen, die hier hinunterführen, solltest du ebenfalls nicht nehmen. Wenn du einen Mann begegnest, beende unverzüglich das Spiel. Auch wenn dieser unscheinbar ist, wird er dir ein ungutes Gefühl vermitteln. Und diesem solltest du auf jeden Fall nachgehen. Nach spätestens 30 Minuten sollte das Spiel beendet werden. Wozu das Ganze allerdings dient, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Außer dass man sich in Gefahr begibt, hat man scheinbar wirklich keinen Nutzen aus diesem Ritual. Gläserrücken. Beim Gläserrücken sollen Geister oder Verstorbene aus einer anderen Welt mit einem Teilnehmer kommunizieren. Es ist mehr oder weniger die frühe Version des Ouija-Bretts, da es vom Prinzip her gleich funktioniert. Über ein Glas, das auf einem Brett mit Buchstaben und Zahlen gelegt wird, kommunizieren die Geister und geben dir so Antworten, um die man bittet. Die Spieler setzen sich einen Tisch mit einem umgedrehten Glas auf einem Buchstaben- und Zahlenfeld. Alle platzieren nun den Finger auf dem Glas. Wichtig ist hierbei, dass niemand einen Finger von dem Glas nimmt, da dies als Beleidigung gesehen wird und das Spiel somit zu keinem Ende kommen wird. Nun fängt man an, Fragen zu stellen. Diese können alles sein, von Namen, Alter, bis hin zu der Frage, wie man selbst einmal sterben wird. Alles, was dich interessiert, kannst du fragen und auf eine Antwort hoffen. Sollte jemand oder etwas anwesend sein, wird sich das Glas auf die Buchstaben zubewegen, um somit Worte zu formen, die dann die Antwort auf deine Frage ergeben. Wie bei dem Ouija-Brett sollte man sowas niemals leichtfertig machen. Man weiß tatsächlich nie, was man einlädt, denn auch böse Präsenzen können dieses Spiel nutzen, um von jemandem Besitz zu ergreifen. Sollte das Glas eine liegende 8 formen oder langsam von 9 runterzählen, muss man sofort abbrechen. Dies ist ein Zeichen, dass etwas dabei ist, in deine Welt einzudringen. Soso ist einer der bekanntesten Dämonen, die über ein Ouija-Brett oder das Gläserrücken mit dir in Kontakt treten können. Und glaubt mir, das wollt ihr gar nicht.
Das Thema Ouija ist sehr komplex und es gibt einiges zu beachten. Wenn euch ein eigenständiges Video dazu interessiert, lasst es mich gerne einmal wissen. Dann kann ich gerne über dieses Thema mal ein eigenständiges Video machen. Ja, Freunde, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Ich muss dazu noch einmal sagen, dass ich niemandem empfehle, diese oder die anderen Rituale zu machen, die ihr kennt oder vielleicht schon mal von gehört habt, da man tatsächlich nie weiß, was passieren kann. Ich meine, selbst wenn man nicht daran glaubt, kann die Psyche bei solchen Spielen mit einem wirklich schon mal durchgehen. Daher lasst es besser einfach. Dennoch hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mich gerne weitere Rituale wissen, die man vielleicht mal in einem zweiten Teil erwähnen könnte. Und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich auch wieder fürs Zusehen. Bleibt oder werdet gesund und wir sehen uns im nächsten Video.